Bei Virushepatitis gibt es ja eigentlich drei wichtige Formen: Hepatitis A, B und C. Ich denke, es ist wichtig, dass man dieses A, B, C kennt. Die sind sehr unterschiedlich, die heißen gleich, aber die sind unterschiedlich vom Ansteckungsweg her und auch vom Verlauf der Krankheit, wenn man sich angesteckt hat. Es gibt auch Unterschiede, wie man sich schützen kann und wie man es behandeln kann. Hepatitis A ist eine Reisekrankheit, die man vor allem durch verunreinigte Lebensmittel sich anstecken kann. Also das ist eine Krankheit, die man sich eigentlich impfen lässt, wenn man in südliche Länder reist. Hepatitis A ist von dem her eigentlich die gutartigste der drei Krankheiten. Sie macht keinen chronischen Verlauf. Hepatitis A ist unangenehm, aber geht wieder vorbei. Es kann einzig gefährlich werden, wenn man schon einen starken Leberschaden hat und dann noch eine Hepatitis A draufkommt. Hepatitis B ist ansteckend über Blut und sexuell ansteckbar. Hepatitis B gibt es wie so zwei Wege, wie man sich anstecken kann. Einerseits als Neugeborenes von der Mutter, wenn die Hepatitis B hat, das ist in Asien der Hauptansteckungsweg. Oder eben, dass man sich als Erwachsener, als Jugendlicher, als Erwachsener sexuell oder über Blut ansteckt. Wenn man sich als Erwachsener ansteckt, dann heilt das häufigst aus. Also über 90% heilen aus und nur etwa bei 5 bis 10% verläuft das chronisch. Hepatitis B kann man impfen. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Es ist im Impfplan in der Schweiz. Jede Person in der Schweiz sollte eigentlich geimpft werden. Im jugendlichen Alter ist die Empfehlung. Hepatitis B kann auch behandelt werden. Es ist aber nicht eine Behandlung, die zu einer Heilung führt. In den meisten Fällen braucht es eine dauerhafte Therapie, die dann fast lebenslänglich ist. Zum Schluss noch der Hepatitis C, das häufigste dieser Viren. Hepatitis C wird nur über Blut angesteckt, also von Blut zu Blut. Gibt keine Impfung, kann aber geheilt werden. Hepatitis C, wenn man sich ansteckt, verläuft es in etwa 80%, also 4 von 5 verläuft es chronisch und bleibt im Körper und bleibt dann meistens über Jahrzehnte, bis es dann zu Problemen führt oder zu Folgen führen kann. Das ist eine schleichende Erkrankung, die aber eben heute mit den neuen Medikamenten sehr erfolgreich behandelt werden kann. Da haben wir Heilungsraten deutlich über 90%.